An Ostern feiern wir Christen das Leben. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Dabei sind gerade auch die Ereignisse des vergangenen Dienstags der Karwoche in Brüssel für ganz viele Menschen verbunden mit der Frage, was geschieht angesichts des Bösen, angesichts des Abgründigen des Menschen? Was geschieht mit dem Geheimnis des Todes? Wir stehen an Gräbern und wissen als Christen, Gott hat mit Jesus den Tod besiegt und ihn zum Leben auferweckt. Das glauben wir. Darum können wir eine Lebenshaltung üben, die da heißt, lebe nicht mit Angst, sondern mit Mut. Fange immer wieder von vorne an. So gehört für uns Christen besonders zum Osterfest das Beten. Das gibt Kraft, gerade wenn der Tod scheinbar das letzte Wort hat. Wir glauben, es geht um das Leben. Und darum wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, frohes Osterfest, an dem ich mit Ihnen beten möchte. Herr, besiege meine Angst. Lass mich neu anfangen. Lass mich leben mit neuem Mut.